Willkommen heute zur ersten Wochenübersicht in 2018 zu den Clicker Idle und Incremental Games. So, das nächste Spiel in der Liste ist Chicken Farm 2017, allerdings auch heute bereits das letzte Mal dabei. Das Einzige, warum ich es jetzt tatsächlich auch nochmal aufnehme, ist, ich habe die Reset-Mechanik entdeckt. Okay, ihr seht hier, hier lassen meine Hühner ihre Eier fallen und Geld habe ich jedenfalls en masse, sodass ich mir hier auch beliebige Hühner kaufen kann. Auch die Stinger sind eben Income-Hühner, ohne dass sie Eier fallen lassen, was ja auch notwendig war, damit sie, damit ich keine Körbe brauche, weil mehr als die drei Körbe kann ich nicht kaufen. Ihr seht hier, habe ich ein bisschen rumgespielt, weil hier ist nämlich Tier 5 jetzt und das ist auch die Reset-Mechanik. Ich hatte ja eigentlich schon beim ersten Mal das alles soweit geschafft und ohne Probleme die ganzen Developer und so weiter, also alle Features freigeschaltet, weil es gab einfach hier nichts Neues mehr. Und hatte dann bloß beobachtet, na okay, hier sind dann so ein paar goldene Eier und so weiter dazugekommen. Und irgendwann hatte ich dann mal probiert, okay, ich wollte jetzt hier meinen 3D-Printer verbessern. Ihr seht, der ist Tier 2. Und dann habe ich gesehen, okay, es gibt eine Reset-Funktion. Das heißt, in dem Moment, wo ich einmal so einen Wert ausgebe, also wo ich einen Huhn upgrade, muss ich von vorne anfangen. Das Einzige, was da ein bisschen blöd ist, also klar, die restlichen Eier und so weiter behalte ich. Also hier sagte mir dann erst, okay, das resettet mein Spiel und ich gebe jetzt die 12 aus, aber ich werde zumindest die Gold-Eier und natürlich die Tiers, die ich schon geupdatet habe, die werde ich behalten. Aber letztlich ist die Frage, wieso mache ich ein Update, ein Reset des Spiels zu einem Zeitpunkt, an dem ich alles freigeschaltet habe? Wo mir eigentlich nur ein bisschen Geld damals noch gefehlt hat, um tatsächlich die letzten zu kaufen. Und so wie es aussieht, ich werde das mal ausprobieren, ich glaube, meine Astronauten gehen jedes Mal wieder verloren. Das heißt, wenn das Spiel jetzt gespeichert wird und ich das Spiel verlasse und wieder starte, dann sind meine drei Astronauten weg. Wieso auch immer. Wahrscheinlich ist das eher ein Bug, das ist, glaube ich, kein Feature an der Stelle. Und die droppen halt jetzt irgendwo dann hier dazwischen. Das andere, das hat sich, glaube ich, verändert. Da haben sie ein Update gemacht, weil hier war nämlich das Problem, die Balken von den Developern waren immer um ein Stockwerk verschoben. Das heißt, die hat man immer ziemlich schlecht gesehen. Das andere, was ich nicht so ohne weiteres erkennen kann, mal gucken, das müsste ja auch bald wieder die nächsten fallen lassen, weil ich verstehe nicht ganz, was die... Okay, die machen nur noch 50.000. Ich dachte, die machen 75.000. Also vielleicht hat sich da doch das eine oder andere dann geändert und ist angepasst worden. Weil ich bin sicher, dass da stand, dass die 75.000 machen, wenn ein Projekt finisht. Aber das, die Sache ist immer noch, das eine ist dieses Projekt hier, wo dieser Balken hochgeht, von dem ich nicht wirklich eine Übersicht habe, wie lange der braucht. Okay, und die Eier... Ah ja, okay, das steht jetzt auch mit den 6 Dollar. Das heißt, da ist anscheinend auch ein bisschen was korrigiert worden. Weil in meiner Erinnerung waren hier dann, nämlich wenn die Eier geplumpst sind, bereits die 75.000. Okay, damit scheint das alles ein bisschen dort langsamer geworden zu sein. Kaufen kann ich jetzt natürlich keine mehr, weil die alle Felder halt besetzt sind. Und es sind ein paar nette Ideen, ein paar nette Gimmicks, was so die einzelnen Hühner und so weiter angeht. Aber aus meiner Sicht gibt es jetzt halt nichts, was ich noch groß machen kann. Auch bei den Chicks, die habe ich hier mal ausprobiert. Das kann ich ja euch jetzt nochmal zeigen, indem ich einfach einen von denen hier verscherbel und dort eins von denen hier reinkaufe. Okay, das war jetzt eins von den Astronauteneiern, glaube ich. Und zwar, ich habe dann hier 10 Stück davon drin, die halt nicht dick werden und mir dafür jetzt natürlich hier die Dinger kaputt machen. Aber natürlich ist es praktisch, weil wenn die alle 4 Sekunden jetzt da so ein Ei fallen lassen, und zwar einer von denen alle 4 Sekunden, ist es natürlich recht häufig. Und wenn man die noch ein bisschen mit dem Tier hochlevelt, kann man damit schnell aufsteigen. Aber an der Stelle ist es auch wieder nicht so praktikabel. Können wir uns ja nochmal gemeinsam den da anschauen, weil den habe ich ja nicht gekauft und Geld spielt ja eben im Moment keine Rolle mehr. Mal gucken, ob er irgendwas dann anstellt, irgendein Zeichen gibt, dass er jetzt angeklickt werden muss, wenn das Ei irgendwie fertig ist. Dass hier irgendwie Tränen in den Augen stehen oder keine Ahnung. Ansonsten die Sexy habt ihr ja beim letzten Mal schon. Ah ja, da ist es. Upp.
Okay, das heißt, ich muss da bloß drüber fahren, aber er hat zumindest ein lila Ei gelegt. Da muss ich gleich nochmal, das muss ich mir gleich nochmal anschauen. Mit 154. Okay, das ist wahrscheinlich tatsächlich einfach hier der Dollarwert, den dieses Ei hat. Deswegen auch diese Einfärbung. So, mal gucken, wenn er wieder vibriert, dann mal die Körbe rüberziehen. Okay, ich muss also drüber fahren. Und ja. Das heißt, deswegen sind auch hier die, haben die alle orange Eier, weil die natürlich zwischen 6 und 9 liegen. Also es ist tatsächlich eben dieser Dollarwert von den Eiern. Und ansonsten die Steigerung von den goldenen Eiern, die sind halt weiterhin einfach zufällig, wenn die klumpsen. Und ja, da ist der andere jetzt wieder dagegen gegangen. So, machen wir den wieder. Aber das ist eben das Problem, weil eigentlich so dieses Körbe hin und her schieben finde ich jetzt nicht so spannend. Deswegen, ja, ist das Spiel soweit, habe ich alles mal gesehen, ein bisschen ausprobiert. Wir machen jetzt kein Reset an der Stelle. Wenn ihr das nochmal spielen wollt, dann denkt auf jeden Fall dran, das mit den Resets so früh wie möglich anzufangen, damit ihr euch hier wirklich mit den niedrigen Hühnern schon Vorteile arbeitet und dann schneller die anderen aktivieren könnt. Ja, da kommt wieder das Space Eye, was mir dann letztlich nichts bringt, wenn es so daneben fliegt. Ja, das sind so die Sachen, da würde das Spiel irgendwie eher anstrengend werden als spaßig. Aber setz mal da wieder den Scientist rein. Mal gucken, habe ich hier noch einen anderen mit Income? Weil für den Chicken lohnt sich das auch nicht, weil der erst eine ganze Weile wachsen muss, damit er überhaupt eine Chance hat zu gewinnen. Und das sind dann hier Zufallswerte mit den 500 Sachen. Also es sind jetzt keine so besonderen Fähigkeiten, die ich jetzt da unbedingt ausprobieren müsste. So, da ist die Frage, warum, wenn ich das Ding im Vordergrund habe, obwohl hier ja eigentlich der Korb steht, er da nicht richtig reingefallen ist. Aber zumindest gelten die nicht als Reset für diesen Teil. Wobei ich glaube, dieser Boni von den Astronauten bekomme ich nämlich trotzdem, die 20.000, ohne dass ich die Eier wirklich auffangen muss. Also beziehungsweise 2.000 pro Ei. Schauen wir mal, ob der gleich nochmal dazu klingt, weil natürlich das, was hier öfter aufklingt, sind jetzt alle synchron geschaltet, die kommen dann alle sozusagen zum gleichen Zeitpunkt, also die alle nach 55 Sekunden, die alle nach 50 Sekunden, deswegen die dann hier einmal so tü-tü-tü-tü machen, wenn dann hier die ganzen Summen dann drauf gehen. So, jetzt gucken wir mal, dass ich noch das nächste Ei von oben auffange. So, genau, das war jetzt einmal so ein Multiplash. Okay, jetzt haben wir da. Okay, jetzt habe ich eigentlich nicht wirklich gesehen, ob der, also welche Zahl da jetzt dazugekommen ist. Aber es ist auf jeden Fall irgendwo im 2000er Bereich mit Sicherheit gewesen, weil hier ist jetzt eine 5. Aber eben, wie gesagt, soweit für heute von Chicken Farm. Heute das letzte Mal dabei und dann auf zum nächsten Spiel.